Leider kann der Willi nicht kommen. Der beste Willi, den wir hier hatten. Auch wenn jeder, der hat immer das Pech, jedes Mal fragen die Leute, ob ich der Willi bin. Und kann jeder, niemand fragt, wo bei Großenstück jemals, ob er Willi gespielt hat, sondern es bin immer ich. Aber ich kann es nicht. Das hat der Willi gemacht, der ist leider auf Theatertournee. Aber dafür kommt jetzt jemand, der ist, glaube ich, Kult geworden. Ich habe, bevor der Film ins Kino kam, das ist nämlich Daniel Ziemann als der dicke Michi. Dann eine Frau, die ich sehr liebe und sehr schätze, Michelle Mommerlin, die Mutter von Leo und Elias. Dann auch ein Urgestein, seit Wilde Kerle 1 dabei, Adnan Mawal als Hatschi bin Hatschi bin Hatschi bin Hatschi. Und jetzt kommen wir zu denen, denen wir das eigentlich hier alles verdanken. Ohne die es das hier nicht gibt, ohne die es die wilden Kerle nicht gegeben hätte. Und jetzt rufe ich sie auf. Kevin Janotta als Joschka, der 7. Kameramann. Raban Bieling als Raban der Held. Leon Gessel-Masanek als Markus der Unbezwingbare. Sarah Kim Gries als Vanessa. Fiona Schrockner. Dann, die Rest kenne ich glaube ich auswendig. Wilson González, Ochsenknecht als Marlon. Als letzter Jimmy Blue Ochsenknecht als Leon der Slalomjäger. Die Zeit vergeht, ne? Ich weiß nicht, man kann ja mal ausrechnen, wann wir ja mit dem Rollator hier alle auffallen. Okay, mein Sohn Marlon, der den Maxi spielt, der lässt euch alle grüßen, der ist ganz weg, wo es warm ist, auf Bali. Und arbeitet da und konnte nicht kommen. Aber der arbeitet da wirklich. Macht bestimmt Spaß da. So. Okay, und jetzt geht es um die ganz Neuen, die ganz Großen. Und das machen wir jetzt zusammen. Ich bitte euch mal die alten wilden Kerle, da seid ihr ja. Und jetzt ruft jeder von euch mal seinen Nachfolger auf die Bühne. So, jetzt wird das richtig wild. Ich rufe auf Joshua der Flo, alias Lupe Mücke. Anthony Gensenbrink. Als Ausgleich!
Ben Meyer als Finn der Unbezwingbaren. In Stellvertretung für meinen Sohn Marlon rufe ich Matze Tipkick Maximilian, Matze Tipkick Triple NS alias Nike Rasche auf die Bühne, den Mann mit dem härtesten Kopf der Welt. Das heißt, willst du jetzt, sag jetzt nochmal, jetzt macht der Michael nochmal mit den wilden Kerlen und uns allen den wilden Kerler Kampfwurf, okay? Jetzt wird's laut. Und ihr macht auch alle mit, bitte. Ohne Mikro. Den Joachim, das ist von den anderen Leuten der Crew. Da ist eigentlich mal so eine Fiat-Aktion gewesen. Und da haben alle Leute uns geschrieben, für dich, Joachim. Herzlichen Dank für die Schwänze. Wir machen jetzt keine Konferenz mehr. Das haut jetzt nicht. Wir müssen uns um 8 Uhr vorbewegen.